Hallo zusammen, iZocke hier. Falls ihr mich live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest vor den Toren des Feindes, unter anderem anzunehmen bei Mora Workschwester in der Weißkrone an dieser Position. Quest kann aber auch angenommen bei diesen anderen NPCs, was hier außen rumstehen. Egal bei wem ihr die Quest annimmt, es ist immer dasselbe zu tun. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.7. Das Video sollte euch aber auch in VOTLK Classic helfen. Was ihr für diese Quest benötigt, ist eine Horde-Lanze. Solltet ihr keine mehr haben, bekommt ihr bei der Quest eine mit. Solltet ihr die zerstören, irgendwie auf dem Weg ins Questgebiet, könnt ihr euch hier eine neue holen. Da das Questgebiet ziemlich weit entfernt ist, werde ich jetzt eine kurze Unterbrechung machen und mich dann wieder bei euch aus dem Questgebiet melden mit weiteren Infos, zum Beispiel wo das Questgebiet ist, was zu machen ist, etc. Also nicht wegschalten, euch wird geholfen. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Hier ist das Questgebiet. Aber bevor ihr euch ins Questgebiet begebt, solltet ihr noch was anderes machen zuerst. Und zwar Inventar öffnen, auf der Lanze anlegen, falls ihr was noch nicht habt. Und dann könnt ihr euch hier so ein Pferd nehmen. Das Ganze macht die Quest viel einfacher. Jetzt könnt ihr hier diese Späher der Knochenwache mit der Taste 2 runterschießen. Davon braucht ihr 10 Stück. Diesem Kommandanten gehen wir aus dem Weg. Sollte euer Pferd Schaden genommen haben, könnt ihr es heilen mit Reittier aufwischen. Und da ist was geredet, hat gleich zur Quest dazu gezählt. Und für die nächsten Schritte ist es zu empfehlen, dieses Verteidigen aufzubauen, also auf die grünen Schilde zu kommen. Wir brauchen jetzt Leutnant der Knochenwache. Das sind diese Mobs, die haben nur eine schwache Verteidigung, also Schilde sind auf Rot. Wir machen das Ganze mit der Taste 2, laufen weg und dann die Taste 3. So. Ich habe nochmal die 1 gedrückt und dann war er auch schon besiegt. Ob das Ganze genauso funktioniert in VOTLK Classic, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das ist das Prinzip von der Quest. Und ihr habt gesehen, diese Fußsoldaten, die sterben nebenbei mit. Sollten sie nebenbei nicht mitsterben, einfach weglaufen und mit der Taste 2 anstürmen, dann sollten sie kaputt gehen. Mal schauen. Ja, seht ihr? Und allgemein müsst ihr einfach nur durchlaufen, dann sterben die. So, hier hinten noch sind noch solche Leutnants. Gleich mal die 2 benutzen. Taste 3 habe ich es nicht mehr geschafft. Mache die jetzt hier weg, indem ich durchlaufe. Und jetzt spamme ich die Taste 1. Macht auch gut Schaden. Okay, da ist noch jemand am Questen. Dann stürme ich diesen Mob hier an, drücke die Taste 2. Ein paar Mal die Taste 1, habe ich alle Leutnants. Und diese Fußsoldaten sind auch schon mit dabei. Fehlen nur noch diese Späher. So. Wenn ihr die Quest in VOTLK Retail macht, könnt ihr diese Späher auch ohne das Mounttier töten. Geht wesentlich schneller. Ich glaube, in VOTLK Classic ist man besser mit diesem Pferd bedient. Sollte einer von diesen Kommandanten hätten, müsst ihr auch im Nahkampf bleiben erstmal. Und wenn er wegläuft, die Taste 2 nutzen und die Taste 3 hinterher.
Also ihr müsst seine Schilde quasi wegmachen mit 2 und 3. Und dann, falls es noch nötig ist, mit der Taste 1 in den Nahkampf gehen. So, und nun noch ein Speer. Sobald die Quest abgeschlossen ist, vergesst nicht, eure wichtige Waffe anzulegen. Sonst wundert ihr euch, warum ihr keinen Schaden macht beim nächsten Gegner. Ich werde euch jetzt zeigen, noch wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Falls ihr das schon wisst, wäre es cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. Das hilft meinem Kanal sehr. Jetzt gibt's noch eine Unterbrechung und bis gleich. Hier fliege ich auch schon das Zelt an. Nun geht es hier hinein auf der Horde-Seite. Und ihr müsst zu eurem NPC laufen, wo ihr die Quest angenommen habt. In meinem Fall ist die Quest abzugeben bei Mora Workschwester in der Weißkrone an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!